Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gelb. Im letzten Part haben wir Prismania City erkundet und haben in der Spielhalle, ja, das Rocket-Versteck unter der Spielhalle gefunden. Ja, ich hoffe, dass wir heute auch endlich mal dem Rocket-Boss begegnen. Ich kann ja schon mal so weit spoilern, dass es Giovanni ist. Ich glaube insgesamt 1, 2, 3 Mal begegnen ihm wir. Müssten wir zumindest im Game, generell im ganzen Spiel. Dreimal? Ja. Den. Wo ich ein bisschen Angst habe, ist, dass die Items, unser Item oder Beutel nicht ausreicht. Dass wir noch einmal. Nein! Ach, verdammt. Nein, da wollte ich doch nicht hin. Mir schon so oder so schon schwindelig genug. Was hast du hier verloren? Ich guck mich nur ein bisschen um. Ich suche nämlich den Liftöffner und den Türöffner. Was hast du denn für Pokémon? Eine Radfratz. Level 19. Das sollte für Garados kein Problem darstellen. Garados ist schon voll overlevelt. Und wir haben noch genug Trainer vor uns, also. Radikal. One hit, one hit, one hit, one hit. Das kann nicht wahr sein. Alarm, Eindringlinge! Alarm, Alarm, Eindringlinge! Taucht Giovanni später nochmal irgendwann auf? Im Anime eigentlich? Weiß ich gar nicht, wenn er, wo er sich zurückgezogen hat. Smogon. Und wahrscheinlich dann hast du auch noch Smogmog bei dir. Oh, ich weiß nicht, wen wir in dem Part begegnen werden. Ja. Das eine Mal, als ihr euch noch erinnert, im Mondberg haben wir ja gegen diese bestimmte Team Rocket-Bande verloren. Achso, hallo Link. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Oh, sorry, Link. Ich habe jetzt erst gemerkt, dass du da bist. Da warst. Sorry dafür. Ich war total auf mein Pokémon fixiert. Sorry. Ah, okay. Wie geht's dir? Sorry, Link. Tut mir leid. Ich habe erst wirklich jetzt gemerkt, dass du geschrieben hast. Ich war total mein Pokémon fixiert. Mir geht's soweit gut. Und wie geht's dir? Ich bin auch erst jetzt reingekommen. Ah, okay. Was haben wir hier? Ein Hypertrank. Okay. Was haben wir hier noch? Okay, hier haben wir nur den Hypertrank. Ohne Liftöffner können wir doch hier nichts machen, oder? Ja, meine ich doch. Haben wir etwa noch nicht den Liftöffner? What? Okay. Stimmt, den kriegen wir erst da oben, ne? Kriegen wir ja hier.
Wir hörten schon, dass du im Anmarsch bist. Okay, das freut mich. Ich weiß nicht, hast du mitbekommen, was Trump der WHO vorgeworfen hat? Keine Bissattacke mehr, denn gehen wir auf den Eisstrahl. Die WHO ist ja diese Weltgesundheitsbehörde, die immer die aktuellen Zahlen verkündet. Trump hat gesagt, pass auf WHO, macht ihr es weiter, kürzen wir eure Gelder. Weil er will halt nicht, dass es so in die Welt kommt, so wie viele Infizierte, wie viele Tote da sind und so. Und hat auch der Gesundheits-, der WHO vorgeworfen, dass sie hätten früher schon Alarm schlagen müssen. Und Trump findet ja immer einen Sündenbock. Erst waren es die Chinesen, dann waren es die Europäer, jetzt sind es die WHO-Leute. Hier müsste es eine TM geben. TMC, na, was haben wir denn hier für eine schöne TM? Risikotackle! Nein, brauchen wir erstmal nicht. So im Endeffekt, ja. Und jetzt haue ich halt erstmal die ganze Pokémon-Reihe durch. Also Pokémon in Gelb, Kristall, Smaragd, Platin, Schwarz, Weiß, also Schwarz, Pokémon Schwarz, Pokémon Schwarz 2, Pokémon X, Feuerrot. Also fast eigentlich komplett einmal die Hauptstory durch. Ich habe soweit auch schon alles vorbereitet. Ich werde es dann auch offscreen, also was heißt offscreen? Ich werde es dann halt, also die Parts lade ich, lade die natürlich auf YouTube hoch. Und dann, wenn ich die ganzen Projekte komplett einmal fertig habe, das sind ja etwas über 500 Videos Minimum, werde ich mich dran setzen, Beschreibung, die Thumbnails machen, da werde ich auch locker in der Woche beschäftigt sein. Und dann werde ich mal, das interessiert mich nämlich, dann werde ich mal komplett innerhalb von eines Tages über 500 Videos veröffentlichen. Ich bin mal gespannt, wie das YouTube, oder mich interessiert halt, wie das YouTube-Content-ID-System darauf reagiert. Ich werde natürlich nur ein Video in der Abo-Box anzeigen lassen, okay, aber das würde mich wirklich interessieren, weil das hat, glaube ich, noch kaum einer gemacht. Ich habe schon mal 50 Videos gemacht, aber ich bin mal gespannt. Und jetzt quäle ich mich halt wieder durch die Pokémon, ja, Sache. Ich muss sie so oder so let's playen, aber dann habe ich es wenigstens schon mal hinter mir. Na? Wo sind wir hier? Wir sind hier. Wir müssen aber nach unten. Eigentlich wollte ich bis zum 19. April durch sein, aber ich glaube, das schaffe ich nicht ganz. Ich könnte zwar richtig durchziehen, so 12, 15, 16 Stunden am Tag streamen, aber weiß ich nicht. Ich will es lieber Step by Step machen, so. So dass ich auch wirklich mal ein bisschen Bock drauf habe, nebenbei ein paar Serien gucken, entspannen. Ja, es gibt genug Amis, die ihn wählen. Obwohl ich mir zum größten Teil auch da irgendwelche Schummeleien vorstellen kann, aber da kann ich leider nichts dran machen. Oder ändern. Ich glaube, das habe ich doch noch gar nicht erzählt, ne? Ich bin ja jetzt... Das Item holen wir uns gleich. Ja, also es sieht stark danach aus. Oh, K+ können wir verwenden. Und zwar, ich habe ja... KuchenTV hat ja, sagt ihr bestimmt was, hat ja einen Aufruf gestartet. Ich habe da einfach mal mitgemacht, so als, weiß nicht, vor zwei Monaten ungefähr, als Knochenmark-Spender, dass ich mich da registrieren lassen habe. Und nach zwei Monaten habe ich schon einen Aufruf bekommen, hey, pass auf, du wirst benötigt, um jemanden das Leben zu retten, und
Ja, das mache ich jetzt. Ich bin auch mal gespannt, wie das weiter verlaufen wird. Oh, eine TM02. Ich werde auch ein paar Instagram-Stories zu machen. Also das Ding ist, du darfst den, dem du das Leben gerettet hast, erst nach 2 Jahren treffen. Finde ich ein bisschen schade, aber muss ich respektieren. Aber man darf sich vorher schon so anonym Briefe schreiben. Ist so wie im Knast, wenn du die Briefe schreibst. Das Ganze kommt auch drauf an, in welchem Land du bist. Das Ganze läuft auch über die DKMS. Klingensturm, eieiei. Ich werde dir den Liftöffner niemals geben. Danke, dass du mir sagst, dass du den Liftöffner hast. Bevorzuge ich. Und die Russen gab es den Fake News. Groß Fake News, Fake News. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen immer an Axel Voss. Ach, von dem habe ich auch lange nichts mehr gehört. Meine letzte Info war, dass Artikel 13 oder Artikel 17 gegen das Grundgesetz verstößt. Mehr weiß ich auch nicht. Oder diese Untersuchung stattfand. Weiß ich nicht. Das ist auch ein Beitrag als Beispiel für mich. Weiß ich, da kann ich der Gesellschaft was Gutes tun. Ich war ja nicht immer der Brave. So, ne? Mist, ich habe den Liftöffner verloren und außerdem, weiß ich nicht, finde ich sowas interessant. So, weißt du, du rettest jemand anders das Leben. Ja, keine Ahnung. Am Anfang fand ich es wirklich ein bisschen schade, so, dass du halt nicht mit dem in Kontakt treten darfst. Vor der Spende macht es natürlich Sinn, weil sonst könnte, stell mal vor, das ist ein reicher Typ, ne? Was gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Ich gehe zu ihm hin und sage, hier, pass auf, ich mache die Spende erst, wenn du mir so und so viel Geld gibst. So, ne? Und um sowas zu unterbinden, unter anderem, hat man halt sowas eingeführt. Ne? Was aber auch, finde ich, richtig so ist. Aber halt in Deutschland ist es halt so, du darfst erst nach 3 oder 4 Monaten diese Leute, ja, der kriegst du erst überhaupt eine Info, ob die Chinesen sind oder nicht. Und danach ist es halt so, dass du irgendwann mal anonym Briefe schreiben darfst. Sprachnachrichten sind individuell, das wird alles abgehört von diesen DKMS-Leuten. Videobotschaften gehen leider nicht, was ich schade finde. Ich könnte mich ja auch blown und sozusagen unkenntlich machen im Video, so Videobotschaften. Aber, ja. Nein, verdammt, was bin ich denn hier? Der ist doch abgetaucht. Wen meinst du jetzt? Wer ist abgetaucht? Achso, Axel Voss. Achso, ja, also. Datenschutz, angeblich. Aber ich habe mal geguckt, es hat auch noch keiner hoch bis zum Europäischen Gerichtshof geklagt. Ich kann mir gut vorstellen, natürlich zu Land ist es unterschiedlich, aber das ist wirklich eine Frage, wo das Bundesgericht oder auch generell die Oberlandesgerichte sagen, okay, pass auf, das muss europaweit geklärt werden, ab zum EuGH damit. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, okay, nach 2, 3 Monaten soll der Patient ja erstmal seine Ruhe haben, soll sich erstmal genesen, okay? Aber dann, dass man ihm zumindest Briefe, dass er die Briefe bekommt, sozusagen, hey, pass auf, ich bin der Robin, ich würde dich gerne kennenlernen. Er kann ja dann immer noch entscheiden, ob er einen kennenlernen will oder nicht. Na? Also, da sind sie noch richtig in den 90ern. Also, meiner Meinung. Genauso wie ein paar Tierparks. Gehen wir mal ins erste Untergeschoss. In 2 Jahren ist es halt laut deutschem Gesetz so, ist die DKMS verpflichtet, oder glaube ich noch nicht mal verpflichtet, aber dann darfst du gesetzlich gesehen diesen Menschen treffen. Es gibt auch 2 Arten von Plasma oder von Knochenmarkspenden. Die erste, also frag mich nicht, wie sie heißen, ich kann sie dir, ich habe es schon wieder vergessen, ich kann sie dir aber kurz einmal erklären.
Und zwar die erste würde so ablaufen. Ich würde eine Vollnarkose bekommen, eine Spritze ins Becken rein. Und das würden sie mir dann halt rausziehen. Da ich panische Angst unter Vollnarkosen habe, habe ich gesagt, das lehne ich ab. Und die zweite ist sowas wie Plasmaspende. Du kriegst links und rechts eine, ja, ich habe schon mal Plasma gespendet und auch Blut. So halt in den, so ein bisschen Taschengeldaufstockung in den Azubi-Zeiten. Und da kriegst du halt links und rechts in den Arm eine Spritze, da kommt, oder so eine Transfusion, da kommt dann, wird dann Blut rausgesogen in so eine Maschine, läuft durch so einen, ja, Katalysator oder durch so eine Maschine und in anderen, und filtert halt die Knochenmark Teile raus und in anderen kommst du das Blut, und in anderen Armen kriegst du das Blut wieder rein. Und das habe ich gesagt, ist kein Problem, das dauert 3 bis 6 Stunden. Ah, cool. Nach einem halben Jahr. Also da ist auch schon vor den 2 Jahren halt Briefe schreiben, aber die kontrollieren das voll heftig. Die, wie gesagt, wie im Knast. Ja, ich werde jetzt nicht hoch zum Europäischen Gerichtshof klagen, aber mich würde das schon mal interessieren. Was hast du gesagt? Ups, die Tür ist aufgegangen. Selbst Solmecke hat da noch nichts zu berichtet. Okay, wir sind hier. Ab ins UG4. Ich wundere mich, warum es kein UG3 gibt. Lieber Entwickler, was habt ihr hier gemacht? Keinen Schritt weiter! Oh, Jesse und James! Du hast uns am Mondberg ganz schön gedemütigt. Aber Rache ist süß, du Rotznase. Ja, dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Schade, dass es da noch keine Doppelkämpfe gab. Hätte ganz gut gepasst. Ja, das stimmt schon. Drachenwut. Ja, das stimmt schon. Großbritannien ist ja im Moment noch in der EU. Ja, aber die steigen ja zum Glück aus. Also da kann man sie eigentlich schon beneiden. Aber werden natürlich gut zu kämpfen haben, mit, auch mit der Wirtschaft, auch jetzt Corona-mäßig. Ein Retter! Oh nein, wir sind geparrt. Autsch. Level 36 für Garados. Oh ja, vor allen Dingen viel in Brüssel, say yes, also überall, sag ja, sag ja. Für die Abgeordneten, die noch nicht sich entschieden haben. Team Rocket, schnell wie das Licht. Din, 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 din. Hier haben wir doch noch auch irgendwas gehabt. Oh, Eisen. Oh, gönn dir mal Garados. Sonderbonbon haben wir auch gleich weg. Gönn der Garados. 37. Gab's hier nicht noch irgendwo? Ja, okay, schade. Oh, dann gehen wir mal zum Boss, würde ich sagen. Aber er hat doch hier hinten noch bestimmt. Ja, ich wusste, es ist ein Supertrank. Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Team Rocket finanziert mit Pokémon seine finsteren Pläne. Ich bin hier der Boss, Giovanni. Mach dich bereit, Höllenqualen zu erleiden, Wicht. Ich glaube, im Japanischen und im Englischen ist es nochmal was anders. Da heißt es im Endeffekt, hier, pass auf, du wirst Höllenqualen erleiden oder sterben oder sowas. Also, kann man sehen, wie sie es mal umgeändert haben. Oh Gott, Garados, mein Tackle.
Vizi-Tackle ab. Boah, doch, gar nicht mal ohne. Oh, der Steinwurf geht zum dritten Mal daneben. Zum vierten Mal, das freut mich. Aber mein Tackle geht auch daneben. Das fünfte Mal geht der Steinwurf daneben. Ach komm. Ja, das frage ich mich auch. Das sechste Mal geht auch daneben. Ich glaub's nicht. Komm, Garados, hau dieses Onyx weg. Das siebte Mal Steinwurf daneben. Oh Gott, was geht ab? Das achte Mal. Als ob. Das neunte Mal. Ja, ist klar, was geht ab. Beim zehnten Mal hat's getroffen. Beim zehnten Mal Steinwurf. Oh Gott. Das arme Onyx. Alter, ich wär durchgedreht, ne? Beim zehnten Mal Steinwurf. Ja, da würde es, glaube ich, einen Rage-Crit geben. Die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Und ich habe ja keinen Sandwirbel oder sowas eingesetzt, ne? Oder auch keinen Blitz. Rihorn. Setzt Giovanni Megablock ein. Das ist lächerlich. Ah, schaffst du das noch, Garados? Ja, oh, nice. Snow Bitty Cat. Ich dachte, Giovanni hat auch noch Kangama. Komm zurück, Garados. Du hast dich wirklich gut geschlagen. Blöde Katze. Smetbo, du darfst dran. 29. Ist ja sein Signature-Pokémon. Ich glaube, in Blau und Rot ist es Kangama. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Giovanni, setzt du wieder Megablock ein, oder? Ja, nice. Er ist sogar verwirrt. So, das war's für dich, Snobili Cat. Und Kreideschrei hat getroffen, aber... Du hast kein Pokémon mehr. Nice. Level 32 für Smetbo hast du dir auf jeden Fall verdient. Den. Nein, ich habe kläglich versagt. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du mein Ziel und Bewegungsgründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch davonziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Oh. Juhu. Was sagst du dazu, Pikachu, dass wir Silphscope eigentlich haben? Ja, nice. Auch noch nicht gesehen in Sprite. Aber habt ihr gesehen, Snobili Cat hat ja Zeittag eingesetzt, ne? Und wir haben einmal Giovannis Geld bekommen und selber noch mal ein bisschen Geld. Da stand dann, Torti hat so und so viel aufgesammelt, nice. Aber mich wundert, dass die Team Rocket-Mitglieder hier noch sind. Normalerweise sollten die eigentlich alle verschwinden. Erstmal unsere Pokémon heilen. Eine Rundumheilung, Schwester Joy, bitte.
wir hauen mal Smetbo nach vorne. Fünf Minuten haben wir ja noch. Chanera ist eigentlich ganz sweet. Immerhin kümmert er sich um die verletzten Pokémon. Chanera hat eine ganz hohe Verteidigung, also Angriff kannst du bei Chanera in die Tonne schmeißen. In der ersten Gen ist es sowieso nochmal anders mit der Spezialverteidigung und physischen Angriff und physischer Verteidigung. Ja. Aber generell hat Chanera eine gute Verteidigung. Hehe, diese Arena ist voller Frauen. Spannst du etwa, mein Freund? Könntest ja schon fast mit Rocco verwandt sein. Prismania City, Pokémon-Arena-Leiterin Erika. Die paradiesische Arena. Okay, machen wir mal rein. Oh, einfach dieses Epic. Das stimmt schon. Und wir sind endlich in der Arena angekommen. Die vierte von 8 Pokémon-Arenen. Prismania City, Leitung Erika. Bisheriger Sieger Gary. Hier, und der normalerweise hier steht, der ist zocken in der Spielhalle. Der gibt einen sonst hier einmal Tipps. Ah komm, ein, zwei Kämpfe können wir nochmal machen. Hey, du darfst hier nicht hinein. Auch im Anime ist es ja so, dass Ash den Orden sich eigentlich irgendwie erschleicht oder erschummelt, da er Duflo aus den Flammen rettet. Konfusion. Da gebe ich dir sogar recht. Obwohl in der ersten Gen gibt es in der ersten Gen schon Walzer. Ne, erst auf der zweiten, oder? Also die Attacke. Weil Miltank und Walzer ist... Selbst in Pokémon Mystery Dungeon. Walzer killt dich. Achso, es gibt auch demnächst ein... in den nächsten ein, zwei Wochen gibt es einen 12-Stunden Shiny Hunting Stream. Bei Pokémon Mystery Dungeon. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich das mache. Ich werde aber 3 Tage vorher ankündigen. Sei nicht zu grob zu mir. Mir wurde er schon langweilig. Okay. Dann bin ich ja zur rechten Zeit gekommen. Konfusion. Und eigentlich wollte ich auch in der ersten Gen einen Shiny Hunting Stream machen, aber in der ersten Gen gibt es gar keine Shinies. Oder zumindest habe ich nichts gefunden. Ich dachte immer in der ersten Gen, dass es Shinies gibt, aber... kommt schon durch. Meine Frisur, ganz zerzaust. Okay, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.